Ja, hallo Leute. Ja, nach Ewigkeiten kommt von mir mal wieder was. Jo, ein Kind ist außer Haus und so. Also nicht mein Kind, sondern jemand anderen, wo ich wohne. Ja, wir kennt ja eventuell die Geschichte. Wenn nicht, dann nicht. Egal, wir sind hier bei den Spiel Lounge. Das ist ein Flash-Spiel aus dem Jahre 2008. Und ich habe es mir illegal runtergeladen. Damals wurden die ihre Seite Armor Games. Ja, ich kann dir das Spiel verlinken, falls ihr es spielen wollt. Wahrscheinlich steht hier auch irgendwie Text drin oder so, aber weil das eine lokale Datei ist, Version 1.1 bestimmt auch alt, ja. Keine Ahnung, kann man auch sagen, Retro ist es, ne? Weil 1.1 alt ist. Oder ich weiß nicht, ob die das Spiel noch geupdatet haben. Das wäre eigentlich immer schlecht nachzugucken. Okay, also falls sie es geupdatet haben und sie haben es so geupdatet, dass es wirklich inkredibel anders ist als dieses Spiel hier, dann mache ich ein Update-Video, so gesagt. Also lösche nicht das alte, sondern könnt es als Retro finden. Ja, egal, wir starten mal, dann mit dir überhaupt wisst, was das überhaupt für ein Spiel ist. Von Armor Games. Ich glaube, die Seite gibt es noch. Bin ich mir auf jeden Fall ziemlich sicher. Flash-Spiele gibt es bestimmt auch noch. Obwohl die mittlerweile ziemlich zurückgedrängt sind. Flash ist ja mittlerweile so gut wie tot, ne? Sind ja auch irgendwie selbst schuld. Ja, wir kriegen so ein kleines Briefing, dass wir mit $50 anfangen, ein Space-Programm kriegen, einen Igel in den Weltraum zu schicken. Und das ist das Spiel. Wir müssen den Igel in den Weltraum schicken. Lustigerweise hier kann man Sachen upgraden hier, ne? Band, Launcher, Rocket Pack, Left Rocket, Right Rocket einzeln, E-Rocket und Parachute, falsche. Radar, sehr wichtig, kostet man 250 und wir starten mit 50, also viel können wir nicht reinstecken. Und wir haben ja Googles, toll. Was bringt das? Look stylish. Look attractive. Look stylish and attractive. What the fuck. Na egal, wir nehmen jetzt mal irgendwas, wo wir unsere $50 reinpacken können. Vielleicht einen davon und einen davon und ready to go. Genau, wir können das Ding zurückziehen, so wie bei Angry Birds so gesagt. Bloß, dass wir nicht nach rechts müssen und irgendwas zerstören, sondern wir müssen versuchen, so weit nach oben zu kommen wie möglich. Und desto länger wir das schaffen und desto höher wir kommen, desto mehr Geld kriegen wir. Und diese kleinen Punkte hier wie hier geben auch extra Geld, genau wie diese Sprungchancen. Am Anfang schafft man so gut wie gar nichts, aber man muss eben mehr Geld kriegen, damit man mehr Fähigkeiten kriegt. Wie gesagt, man kann ihn auch so ein bisschen steuern und man hat so ein bisschen Treibstoff. Aber ganz am Anfang ist es noch richtig schwer, weil man noch kein Radar hat. Das heißt, man weiß nicht, wo diese Sprungdinger sind. Und das war für den Anfang gar nicht mal so schlecht. Sie sagt der Money Collected, High Evaluation, also 4,9. One time, mal zwei, wir kriegen $43 für den ersten Start. Das ist Wahnsinn. Dann können wir jetzt Rocket Pack kaufen. Rocket Pack, was? Rocket Pack, Level 1, Decrease Full Contribution at. Mein Englisch ist schlecht, also. Ich kann es gut verstehen, aber ich spreche es total schrecklich. Ja, auf jeden Fall, wir kriegen mehr. Mehr. Na, ihr weißt ja. Full. Gluck, Gluck, Tank. Na, ne, weiter geht's. Genau, und es gibt die in verschiedenen Farben und Variationen, die Sprungstocken. Zum Beispiel, da war zum Beispiel eine gelbe schon. Die nehme ich jetzt extra mit. Weil die schießt mich nämlich richtig hoch. Boah, die hoch. Scheiße, das habe ich eine verpasst. Und da wieder eine verpasst. Deswegen braucht man unbedingt diese scheiß verkackte Radar. Wie teuer war das nochmal gewesen? 250, ne? Komm mal, jetzt kriegen wir auch noch mal. Wow, schon 200. Okay, ja, wir können schon die besten Gläser kaufen. Bringt uns nichts. Bringt uns nichts, bringt uns nichts. Hier noch was rein und da noch was rein, da noch was rein und da noch was rein und ja, dann weiter geht's. Man merkt, dass die Dinger random gesetzt werden. Auf so eine Idee kommt bestimmt kein Spielehersteller. Obwohl doch, ich glaube, manchmal sind die so kaputt und machen sowas. Genau, und der Anfang ist wie immer träge. Ich glaube, von diesen Spielen gab es mal eine lange Zeit viele, richtig viele. Dass man eben sich immer so gesagt aufpushen muss und immer besser werden muss und so weiter. Man kann ja eigentlich sagen, Tower Defense läuft auf dem gleichen Prinzip. Baust du dich auch auf und tötest Typen, damit du bessere Tower bauen kannst. Und dann kommen bessere Typen. Du sollst ja gerne bessere Typen kommen, wir wollen einfach nur nach oben. Und so, ich glaube, ich sollte mal gleich aufhören, Geld auszugeben und mir dieses scheiß Radar kaufen. Oh, das erste Radar ist, glaube ich, auch Mist. Wow. Dreh dich nach oben und jetzt kommt und dann die blaue bringt nicht viel. Wir müssen die nächste laufen, dann wieder die blaue. Nein, nein, scheiße, das ist die gelbe gewesen. Und das heißt wieder zurück auf den Boden. Ui, flieg auf den Boden und jetzt können wir nicht mehr steuern. Jetzt macht er, was er will.
Aber sammel natürlich schön weiter. Machst du gut, Igel. Zum Glück gibt's keinen Sturmschaden hier. Wow. Ich sage, das geht schnell los. Ja. Gott, 1000 kostet der. See Nerby Blue Launchers. See all Nerby Launchers. See all Launchers in Color. Ja, wir sammeln schon mal das erste Radar. Hauen wir noch alles in den Band rein. Da Rockepack und dann geht's los. Boah, sieht euch das an. Jetzt sehe ich wenigstens. Ja, die blauen. Die mir am wenigsten bringen, so gesagt. Da, die gelben, die brauche ich. Da, das ist eine gelbe. Das ist auch eine gelbe. Da, zurück, zurück, zurück. Hoch und gucken und gucken und gucken. Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist auch nichts. Wie war nochmal Leertaste? Man konnte irgendwie dieses Rocket Pack. Was ist das Rocket Pack? Irgendwie konnte man das auch noch benutzen. Dass man weiter nach oben geht, aber das war einfach nur Pfeiltaste nach oben, ne? Genau, E-Rocket, hier war das, da. Emergency Rocket Level 1 Ulti-Pack Rocket 200 Feet in the Air. Ja, genau. Wow, ich kann mir sogar schon einen Parachute kaufen. Genau. Ja, genau. Drei Stück habe ich dann. Damit kann man richtig Zeit reinschlagen, rein theoretisch. Also, wenn man jetzt das einsetzt und dann versucht, den Boxen, also den Sprungchancen auszuweichen. Warte, ich benutze es gleich, wenn ich nichts finde. Ja, ah, das habt ihr jetzt aber kurz gesehen. Jetzt kommt aber gleich nochmal. So, genau. Kann ich nämlich schön langsam gucken, ob hier irgendwo was ist zum Hochsteigen. Guck mal, da ist eine. Hui, und es geht wieder nach oben. Und da ist eine blaue. Na, oh, jetzt kann ich mal nicht mehr steuern. So. Jetzt kann ich nur Zeit totschlagen. Komm, du schaffst es. Ich glaube, pro 10 Sekunden kriegen wir einmal mehr oder so, ne? Ich bin schon bei 1300. Ich bin so langsam. Ah. Egal, sammelt Punkte. Ich geh auch weiter Geld. Und dieser Musik habe ich damals so einen Ohrwurm gehabt, ey. Ja, die Flash-Spiele waren damals schon Wahnsinn. Und heute. Keine Ahnung. Müsste ich mich darüber aktualisieren. Wie gesagt, die letzten Flash-Spiele, die ich gespielt habe und runtergeladen habe damals eben, weil ich immer Angst hatte, dass das Internet ausfällt, weil im Jahre 2008. Wow, verkaufen 9600. Ja, ich kann alles kaufen. Ja, kaufen wir alles. Yeah. Ich glaube, wenn wir Band voll kaufen, ich glaube, dann kann ich schon in den Weltraum, glaube ich. War das nicht so? Kaufen wir E-Rocket. Gott, wir haben noch genug Geld. Das höchste Radar. Den und den. Und den und den und den und den und den. Und, den. Und Googles. Ja, Googles, geil. Boah, guck mal, wie geil wir jetzt aussehen. Boah, nach oben, ich weiß gar nicht, wann ist der Weltraum? Boah, da. Wenn das nicht reicht, noch weiter nach oben. Das ist eine gelbe. Boah, jetzt sind wir super ausgestattet, jetzt brauchen wir nur noch ganz viel Energie. Also Treibstoff. Na, ja, das ist kein Problem. Wenn man jetzt schon so weit ist, dann kriegt man so schnell Geld, ey. Das ist der Wahnsinn. Ja, ich werde jetzt, bevor ich mit meinen Hauptspielen weitermache, jetzt einmal ganz kurz ein paar Zwischendurchspiele reinschmeißen, so wie das hier. Und ich habe noch ein anderes Spiel, das geht, ist ganz kurz, das geht glaube ich in 3 Minuten oder so. Aber das habe ich auch nur in Erinnerung wegen der Musik. Weil ich habe letztens irgendwo das gleiche Lied nochmal gehört, was in diesem Flash-Game vorkommt. Ah, und dann muss ich wieder an dieses Spiel denken. Und ich habe es natürlich auch noch Festplatte gefunden, weil ich alles am Speicher. Das Internet ist auf meiner Festplatte. Naja, nicht das ganze Internet, aber viel von dem Internet. Rocket Pack, volle Power. Power von davon, davon. Ne, keine Energie mehr. Scheiße, was war das denn? Ich hab ihn nur losgelassen. Ah, zum Glück haben wir ja Notfallration. Na, guck mal, da war eine gelbe. Wo ist noch eine gelbe? Nein, das war eine blaue. Da ist eine gelbe. Doch, doch. Wo war die gelbe? Wo war die gelbe? Warte, gleich kommt sie, gleich kommt sie. Na, und das bringt mir nichts. Ah, ich hab zum Glück noch Fallschirm. Da ist eine grüne. Gucken wir dabei gar nicht mehr auf den Bildschirm, wir gucken nur auf dem Radar. Blau. 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 Okay, verdammt, blau. Blau. Immer noch blau, mein Gott, immer blau. Ah, das heißt nichts. Hab ich noch einen? Nein, hab ich nicht. Super, jetzt habe ich Treibstoff ohne Ende, aber kein... ja. Keine Sonderwerkzeuge mehr.
Mann, wo ist noch ein Gelber? Ich brauche einen Gelben. Gelben. Nein. Okay, dann wird's nicht. Dann kriege ich nur wieder Geld. Yay. Und dann kann ich mir das maximale Band kaufen und dann ist das Spiel zu Ende. Ich habe ja gesagt, ne, das ist nur so ein kleines Flash-Spiel. Die sollten ja eben nur kurz unterhalten. Dafür gab es damals tonnenweise auf diesen Seiten. Viele davon werdet ihr vielleicht wiedererkennen, wenn ihr die Dinger auch mal damals gespielt habt. Ist auch so sinnlos. Man kann auch jetzt zur Zeit schänden so, aber ich halte lieber an. Kriegt ihr genug Geld? Hallo, ihr. Da, 92. 19, 3, 9. 16.000. Ja. Okay, jetzt habe ich zwar kein Geld mehr, weil ich alles maximal reingesteckt habe, aber jetzt. Ja, es ist nicht so hoch. Jetzt komme ich mit einmal in den Weltraum. Und das war das Spiel, das schnelllose Spiel, den Igel in den Weltraum zu bringen. Und man sieht, dass das Spiel für 4 zu 3 gemacht worden ist. Das ist immer so geil, wenn man die Spiele zu groß zieht, als sie eigentlich gemacht worden sind. Dann sieht man, wie das Spiel so gesagt gemacht worden ist mit diesen Bildern und so weiter. Naja, das haben sie eben damals gemacht, um die Spiele klein zu halten, ne? Mit den ganzen Overlays. Was? You know when you see a shooting star? Okay. Ah, Igel tot. Miss Computer completed 9 days. Das ist sogar relativ gut. Ich hätte aber noch schneller machen können. Wenn ich jetzt alles hier reinsetzen würde, in das Band, dann wird das 0,0. Habt ihr gesehen, ne? Einmal auf volle Power, einmal hoch und tada. Das hätten sie ein bisschen besser machen können. Wahrscheinlich machen sie's, haben sie es besser gemacht in einer Version. Ah, wie gesagt, ich muss die ja mal erstmal angucken. Ja, jetzt können wir nur machen. Remember 11249. Verstehe nicht. Jetzt kann ich das Spiel nur neu starten. Jetzt klicke ich drauf und dann kommt es gleich nochmal. Ja. Gut, Leute, jawohl. Bis zu einem von meinen Hauptspielen mal wieder, hoffentlich. Und zu meinem nächsten Flash-Video. Was ist? 3 oder 4 Minuten geht das Video? Wird's gehen? Vielleicht? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie lang das Spiel war. Gut, Leute, jawohl. Bis zum nächsten Mal.